Moinsen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von Evo Dan 2. Ich war gerade so verzweifelt, dass ich mir sogar ein Walkthrough rausgesucht habe, was gar kein Walkthrough ist, sondern einfach bloß ein unkommentiertes Spiel von den Dingen. Und, so, ich war in jedem Haus, bloß nicht in den hier. Dafür gibt es nämlich den Schlüssel zu unserem Haus. Seit Kriegsende sperrt sich mein Vater ein und verlässt so gut wie nie das Haus. Ich verstehe ja, dass es hart für ihn sein muss, doch mein Verständnis hat seine Grenzen. Sobald er nicht mehr bei uns weilt, werde ich das Haus verkaufen. Ja. Und jetzt geht's los. Dalken. Wer seid ihr? Was macht ihr in meinem Haus? Oh, ich kenne euch. Nicht schon wieder dieses Albtraum. Also, ich werde bald aufwachen und wollte euch noch einmal sagen, wie leid es mir tut. Ich hätte auf euch hören sollen. Ja, ich hätte zuhören sollen. Ich trinke erstmal was. Ich habe nur Befehle befolgt. Ich hatte keine andere Wahl. Ach, der Typ, der uns angegriffen hat. Ah. All diese Leute. Tot. Und das meinetwegen. Meine Schuld. Wenn ihr doch nur... Hättet ihr doch bloß... Das Vertrauenssiegel. Des Kaisers mitgeführt. So wie ich. Meine Ehrenmedaille. Diese Tage nehme ich sie nicht mehr aus der Vitrine. Ich verdiene sie nicht. Lass mich in Ruhe. Nö. Der Typ hat uns damals mal so einen leichten Tritt zwischen die Beine verpasst. 100 Kaiser mit einer Symbol zu vertrauten des Kaisers vermittelt in gewisse Prise und sie doch dazu edlen im Umhang, am Umhang aus, okay. Bereit für ein Kartenspiel? Ja, das kann er wieder machen, ne? Komm, oh was, 40 Punkte, wie stock ist der scheiß Typ? Hier, komm, weg mit dir. Dahin. Das war jetzt unfair. Und tschüss. Du kannst nochmal angreifen. Es wird doch. Oh Gott. Und so einen hat er natürlich auch noch, ja. Das wird gleich richtig schön viel Schaden machen, der Einer. Ach doch nicht, okay. Was haben die alle für Karten hier? Aber das ist einfach zu lächerlich, ja. Dieser Albtraum verschwindet einfach nicht. Verschwindet. Der arme Dalkin. Er scheint nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben. Glaubt ihr, daran ist der Krieg schuld, Shikoya? Ein bisschen. Kennt man doch alle. Die Veteranentypen und so weiter. Gut, jetzt habe ich die Medaille. Was mache ich jetzt mit der Medaille? Ich wollte mich eben halt nicht spoilern. Was ich von dem kriegen soweit ich weiß, bloß dass da ein Dialog stattgefunden hat. Du bleibst nicht mehr. Zu Team, wir wachen.
Also rein komme ich hier schon mal nicht. Vielleicht komme ich hier vorbei, weil ich jetzt die Medaille anhab. Die Kolosseum ist geschlossen, wir haben nicht genug Gladiatoren. Okay. Wo geht's denn noch Schönes weiter? Diese Kinder. Der alte Gefängnis wurde vor langer Zeit verlassen, aber ich habe in letzter Zeit bezweifelt. Bla bla bla. Okay. Hier hinten ist ja auch nichts mehr, oder? Die Tür ist verschlossen. Also gerade die Gefängnis wird nicht mehr genutzt. Alle gefangenen Dämonen wurden zum Bergwerk gebracht. Dort machen sie sich zumindest nützlich. Wer seid ihr? Nee. Ja. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Faladidada. Ich habe mir letzte Woche Deponia 3 angeschaut. Mein Großvater hat mir erzählt, wie damals manche durch die Kanalisationen kamen, und das wissen wir. Gut. Also auf jeden Fall haben wir schon mal so eine Medaille. Vielleicht will die auch die Medaille haben. Oder der Typ. Ich kann ja einfach mal gucken gehen. Auf jeden Fall weiß ich, dass er eben halt nach den Endwalks, wo... Wisst ihr was? Ich bin jetzt einfach mal so dreist so mitten im Let's Play. Wartet mal hier. Machen wir mal einen Ton aus. Ja, da hat mit den Typen geredet. Bla bla bla. Okay, dann... Geht in das Haus drin. Holt die ganzen 5 Schlüssel. Redet mit dem Dämonentypen. So in der Stadt drinne. Ah, okay. Ich weiß mal nicht, wo was die Medaille ist. Aber dadurch, dass wir jetzt die Schlüssel haben, kommen wir in der Stadt wo lang. Und ja. Gut, ich habe jetzt mitten in einer Aufnahme mal ein Wolfsburg benutzt. Ich schäme mich zutiefst. Okay. Und es tut mir leid, aber mal ganz ernsthaft. Welche haben das Spiel eben halt schon durch und wussten, wo es weitergeht? Ich habe mir dann eben... Ich kann das nicht von Let's Play nutzen. Also wenn, dann hätte ich mich jetzt dumm und lustig gesucht. Und hätte niemals... Warte mal. Es kommt gleich. Ihr könnt gleich mal sehen, wo das eigentlich ist. Und zwar hier steht so ein ganz kleines Kind. Was? Ihr wollt unsere Geheimbasis betreten? Zuerst müsst ihr mir die 5 Schlüssel bringen, um zu beweisen, dass ihr zu uns gehört. Wir bewachen unsere Schlüssel streng. Das wird also nicht einfach. Was? Ihr habt alle 5 Schlüssel? Boah, das ist ja viel leicht krass. Dann dürft ihr reinkommen. Der Prophet wird euch gleich empfangen. So. Und mal ernsthaft, wer kommt auf so ein Ich hab den Jungen nicht mal gesehen. Und das Prophet weggerannt. Und wir speichern. So, und hier ist eben halt das Video zu Ende und, ja, ach, das ist... Was? Oh Gott, hat er sich jetzt hier versteckt? Nein. Ah, die kann man kaputt schlagen. Gib mir Geld. Geld. Gib mir noch mehr Geld. Machen wir so, zack, zack. Und hinterher. So. Warum kann der so weit springen und ich nicht? Also wir müssen den Propheten irgendwie zur Strecke bringen. Würde ich hier wohl aufhören, mir zu folgen? Was glaubt ihr überhaupt, wer ihr seid? Hier alles in unsere Basis zu zertrümmern. Ihr könnt die große Katastrophe ohnehin nicht verhindern. Ihr werdet niemals bis hierher kommen. Nicht. Du hast springen gelernt. Scheiße. Nee, ist doch rüber. Ist doch eine Kleinigkeit. Gehen wir mal hier durch. Ach, hier ist ja auch noch eine Wand.
Und, auch ernsthaft. Komm, schieb mal das Rohr dahin. Ach so, ich muss schieben. Okay. Immer noch nicht. Kann man die auch so schieben? Wenn ich die jetzt so schiebe. Ach, hier unten ist noch eins. Ja, schickes Rätsel. Dann kannst du kurz gucken, was passiert, wenn ich dich jetzt so lang schiebe. Nee, das geht nicht. Ich will den Schalter umlegen. Das ist schön, dass das hier oben richtig drin ist. Warum mache ich das jetzt eigentlich gerade? Hier fehlt doch sicherlich irgendwas. Dass das bis da drüben hinkommt, ist ja klar, weil da steht das. Aber man kann die ja nicht so schieben, man kann die ja bloß nach unten oder nach oben schieben. Kann man dich hier schieben? Nee, ne? Oh Gott. Ich würde sagen, gut, dann machen wir das später, aber das ist das Einzige, was man machen kann. Oh nein, ich gucke jetzt nicht im Wolk zu nach. Jedenfalls mache ich die Folge länger. Was machst du? Also ich weiß, dass du sowas machst, aber. Warte mal, drehen sich die langsamer, wenn man die aneist? Nope. Oder kann man die verschieben? Auch nicht. Ja. Gut, das Ende wurde. Ah! Ernsthaft, Leute. Wie sollen wir denn gleich darauf kommen? Wartet mal. Erstmal machen wir dich hier hin. So. Jetzt schieben wir das hier runter. Das da runter. Das hier hin. Diesen Rätsel muss er nachdenken. Junge, es ist früh zum Ernst. Ich habe keine Kraft zum Nachdenken. Warum spielt ihr dann deine Spiele? Keine Ahnung, weil es Spaß macht. Oh Gott, wie soll man noch so ein Scheiß kommen? Mal ernsthaft. So, jetzt muss es auch funktionieren, ne? Es sind eigentlich alle angeschlossen. Ah, einfach nur Leertaste. Jeden scheiß Schalter musste man immer mit der anlegen, aber wehe, es kommt mal normaler. Da musst du Leertaste verwenden. Ja, und jetzt? Es füllt sich, es füllt sich, es füllt sich und es hört auf. Kann ich jetzt mit meinem Boot darüber segeln? Oder für was war das jetzt? Hast du die Brücke angehoben? Ah, jetzt weiß ich. Es hat doch manchmal so geblinkt an so welchen Stellen. Durch Torim können wir jetzt das machen. Ah, schaut, was ihr angerichtet habt. Ihr habt die 5 Schlüssel gesammelt. Ihr habt unsere Geheimbasis unter Wasser gesetzt. Alles steht unter Wasser. Und dann habt ihr noch meine Töpfe zerschmettert.
zu Scherben zerschlagen. Ihr seid der große Zerstörer. So wird man also der große Zerstörer. Was, Shikoya? Ich schätze, wir haben uns völlig umsonst Sorgen gemacht. Aber wir müssten den Propheten trotzdem aufhalten. Wir sind ihm in der Zukunft über den Weg gelaufen. Er hat ganz klar eine Schraube locker. Sicher steckt er hinter großen Katastrophen. Seht ihr, dieses Tröpfchen über dem Wasser schwebt, die Tröpfchen, die über dem Wasser schweben, Shikoya? Ich glaube, ich kann sie mit meinen Kräften gefrieren lassen. Ein Versuch ist es wert, meint ihr nicht? Ups. Kling. Ja. Okay. Das kenne so. Auf schneller. Hey? Wer seid ihr? Warum tauchen heute all diese Leute in unsere Geheimbasis auf? Wollt ihr etwa eine große Katastrophe verhindern? Ist das der Grund? Ah. Oh Gott, keine Ahnung, wie ich die geredet habe. Die große Katastrophe? Das wäre eine Katastrophe. Hä? Ihr seid ein Dämon. Er hat euch eine Frage gestellt. Also antwortet ihm. Ich fress mich nicht. Ich sag euch alles. Das war unser Plan, meiner und der meiner Freunde. Zum 50. Jubiläum wollten wir die große Katastrophe von Stapel lassen. Aber es ist auch ihre Schuld. Die der Erwachsenen. Sie haben uns bestraft. Keine Feuerwerke, haben sie gesagt. Da haben wir überlegt, wie wir trotzdem alles aufleuchten lassen könnten. Und dann, boom! Aber das ist alles, ich schwöre es. Dann nennt ihr eure größte Katastrophe. Ich habe mich gerade, glaube ich, komplett verlesen. Eine große Katastrophe ist es, wenn euer ganzes Volk ausgelöscht wird. Wenn alles, was euch bleibt, der Zorn ist und der Durst nach Rache. Warte nur. Die echte große Katastrophe wird kommen. Eine Katastrophe, die euch in Niederlage und Demütigung kosten lassen wird. Hätte man das Lassen nicht wegmachen können, einfach nur Wirtschaft, egal. Eine Katastrophe, die Genugtuung für all die Verbrechen, die ihre Menschen verübt habt, einfordern wird. Wir haben den gesamten Energie des Ortes gesammelt. Nur noch ein bisschen noch. Noch ein kleines bisschen. Stopp! Hey, was sind denn die Neuen? Ihr seid also diejenigen, die großen Katastrophe auslösen wollen? Nun, wir sind hier, um euch Einhalt zu gebieten. Ach ja? Ihr glaubt tatsächlich, ihr könnt uns bekämpfen, während wir bereit sind, für unsere Sache zu stürmen. Ja, okay. Hä? Ich habe keine Angst vor der Gefahr. Großer Zerstörer, rettet mich! Wir gebieten euch Einhalt, jetzt und hier, um die Zukunft zu bewahren. Oh Gott, wie die Musik sich jetzt auch immer geändert hat. Das werden wir ja sehen. Alle Mann halt! Hä? Wohin sind sie? Hinter uns.
Im Hinterhalt. Ich wusste... Ha! Ich wusste doch, sie sind dass sie gefährlich sind. Sie können uns nicht anhaben, denn wir sind... Die kaiserliche Sondertruppe. Ba-ba-da-ba. Ich war gerade im Gedanken, die sehen irgendwie aus wie Wutruf. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Ihr steht unter Rest. Ach, wunderbar. Dank euch können wir diese Dämonen endlich aufhalten. Dämonen? Jemand hat etwas von Dämonen gesagt, oder? Nein. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen jungen Mann und zwei jungen Damen. Menschen. Da sind sie. Plum. Cherry. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehen. Shikoya! Schnell, wir müssen sie aufhalten. Großer Zerstörer! Ich werde mich um die Sondertruppe kümmern. Danke. Lauft! Das Beste wäre, wenn wir jetzt tun können, diesen Dämon nachzustellen. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, den Dämon nachzustellen. Okay. Ihr seid uns gefolgt? Geht nur, ich kümmere mich um sie. Pass auf euch auf. Pass auf euch auf. Also, wie wär's mit etwas Spaß? Oh Gott. Ich komm da nicht durch. Ja, fortfahren bitte. Warte. Supersonic Speed. Herzend. Gleich bin ich da, wenn das war das jetzt. Ach gut, da war ein Heilpunkt. Noch schneller kann ich nicht auf die Tasten drauf hämmern. Und ich treffe das Vieh nicht. Warum ist es immer so schnell weg? Wie gemein ist denn das, bitteschön? Aber zum Glück gibt es Speicherpunkte zwischendurch. Spring doch, wenn ich auf die Taste drücke. Man muss schon durchs durch Lagerhäuser brechen. Ha, nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Na. Ja, bitte. Okay, den Bosskampf machen wir jetzt. Das wird heute mal eine schöne lange Folge. Oder? Ich bin nicht Escape. Okay, komm. Ich habe gerade Escape gedrückt und da kam bei mir gerade irgendwie was. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt, ich nehme jetzt noch eine Folge auf und ja. Ciao.